Der letzte bei diesem Tagesordnungspunkt gemeldete Redner ist Peter Wurm von der FPÖ. Ja, danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, werte Kollegen. Ja, zuerst einmal Dank an die Kollegen der SPÖ und der NEOS für die sehr guten und konstruktiven Redebeiträge. Muss man eindeutig sagen, geschlossene Opposition, Gott sei Dank. Ja, ich meine, wir haben jetzt ein Jahr in dieser Regierung mit dem Thema Corona und gestartet eben mit dem ominösen Todesangst- und Panikmodus und mit der Aussage, die war ja heute schon einige Male auch Thema, koste es, was es wolle. Und wenn viele von uns damals gedacht haben, okay, dieses koste es, was es wolle, bezieht sich irgendwie auf Geld, profanes Geld, dann müssen wir jetzt nach einem Jahr erkennen, koste es, was es wolle, bezieht sich eben leider Gottes nicht nur auf Geld. Ich sage einmal, selbst die 100 Milliarden, die es uns gekostet hat, könnten wir wahrscheinlich noch alle verschmerzen irgendwie. Aber koste es, was es wolle, bezieht sich mittlerweile wirklich auf unser komplettes Leben. Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Demokratie, Kollateralschäden bei unseren Kindern und Jugendlichen, Kollateralschäden im Gesundheitsbereich und, und. Und ich werde es einfach einfach formulieren, der Preis ist zu hoch. Der Preis, den wir alle zahlen für diese Entwicklung, ist meiner Meinung nach und ich glaube auch unserer Meinung nach als FPÖ zu hoch. Und das sollte man ganz nüchtern in aller Ruhe mit allen diskutieren können, ohne dass man jetzt irgendwie in das Eck der Corona-Leugner und sonstigen Schimpfbegriffe, die Sie immer anwenden, hineingestellt wird. Der Preis ist zu hoch, den wir zahlen. Und der Mensch, wir alle, wir Österreicherinnen und Österreicher, sind nicht nur Corona. Und Sie haben schon, Herr Minister, und Sie ganz besonders, hier Dinge verspielt, die meiner Meinung nach wahrscheinlich zumindest eine Zeit lang irreparabel sein werden. Und das kritisieren wir als Freiheitliche, das versuchen wir seit einem Jahr ganz nüchtern zu diskutieren. Und wir werden es weitermachen. Wir werden nicht aufgeben. Und ich bin froh, wenn wir mit den NEOS und auch mit der SPÖ hier Unterstützung haben im Sinne Österreichs, unserer freien Demokratie. Gott erhalte Österreich. Danke. Peter Wurm von der FPÖ begrüßt es, dass sich die Opposition geschlossen gegen die Maßnahmen der Regierung ausspricht. Der Preis, den wir im Kampf gegen die Pandemie zahlen würden, sei zu hoch, so Peter Wurm.